Ich möchte mit euch heute Nussecken backen, die low carb und zuckerfrei sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich an. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne darunter kommentieren. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Viel Spaß! Wir brauchen zuerst 100 Gramm Erythrit. Ich habe wieder den von der Zuckermarke. 50 Gramm Speisequark. Ich verwende jetzt hier mit 20%. Ihr könnt aber auch einen fettarmen benutzen. 2 Eier. 20 Gramm Proteinpulver, geschmacksneutral. Ihr könnt auch wieder ganz normales Mehl verwenden. So, dann ist es euch überlassen, ob ihr ganz normal gemahlene Mandeln verwendet, 50 Gramm, oder ich verwende jetzt das Walnussmehl. Ich habe mir das bestellt bei Dr. Almond, ist auch gar nicht so teuer, ich werde euch das auch verlinken, ist einfach mehr entölt, deswegen hat es auch weniger Kalorien. 50 Gramm nehme ich daher, aber wie schon erwähnt, ihr könnt einfach 50 Gramm gemahlene Mandeln verwenden. Oder was auch möglich wäre, 50 Gramm Mandelmehl. 20 Gramm Dinkelmehl und zum Schluss einen kleinen Schuss Milch. Ich werde jetzt als allererstes den Teig umrühren. Wenn ich dann merke, ich brauche noch etwas Milch, dann gebe ich noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt nehme ich erstmal einen Esslöffel her, aber dann, wenn ich merke, es ist noch ein bisschen zu bröckelig, der Teig, dann gebe ich noch einen Schuss mehr dazu. Ein Esslöffel Milch hat vollkommen gereicht, der darf nämlich ein bisschen bröckelig werden, denn dann kann man ihn besser am Backblech verteilen. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann nehmen wir unser Backblech mit Backpapier, geben den Teig auf das Backblech drauf und verteilen die Masse gleichmäßig. Genau, wenn der Teig ein bisschen klebrig ist, einfach minimal Mehl verwenden, darauf verteilen, ganz wenig. Und dann nehmen wir Nudelholz und rollen den gut aus. Dann bin ich jetzt fertig mit dem Teig. Ich habe jetzt das nicht ganz zu den Ecken gebracht, ich habe das jetzt eher mehr rund gemacht, aber ist ja kein Thema, weil das schneidet man ja dann sowieso in kleine Ecken dann her am Schluss. Gut, dann brauchen wir Marmelade. Hier habe ich die Waldfruchtkonfitüre. Man kann auch Aprikosenmarmelade verwenden. Ich mag aber lieber sowas Fruchtigeres, beziehungsweise was mit mehr Beeren. Deswegen nehme ich jetzt Waldfruchtmarmelade her. Hier habe ich extra darauf geachtet, dass ich die 40% weniger Kalorien verwende. Die ist einfach fettreduzierter und kalorienreduzierter. Deswegen würde ich die verwenden. Das verteile ich jetzt einmal schön über meinen Mürbeteig. Dann stelle ich das einmal zur Seite und dann machen wir mit dem Belag weiter. Wir brauchen einmal 50 Gramm gehackte Mandeln, 50 Gramm gehackte Haselnusskerne und 20 Gramm gemahlene Haselnusskerne. Dann geben wir noch 2 bis 3 Esslöffel Agavendicksaft dazu und rühren das Ganze gut um. Verteilen wir die ganze Masse auf unseren Mürbeteig. Das Ganze wird jetzt auf 150 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 Minuten im Ofen gebacken. So, dann schauen wir uns das Ganze an. Jetzt lasse ich die Masse noch etwas abkühlen, damit ich sie dann schön in Ecken schneiden kann. So, ich würde jetzt sagen, es ist ausgekühlt. Ich habe es jetzt circa eine halbe Stunde auskühlen lassen und dann werde ich die jetzt mal schön schneiden. Thank you.
habe ich hier schon mal meine Nussecken. Ich habe tatsächlich noch mehr auf dem Backblech, aber die habe ich jetzt alle nicht mehr auf die Herzform drauf bekommen. Deswegen habe ich jetzt nur ein paar hierher getan. Genau, und dann kommt die Zartbitterschokolade drauf. Hier schmelze ich einmal in der Mikrowelle eine ganze Tafel Zartbitterschokolade. Ich habe jetzt die mit 72% Kakao. Ihr könnt aber auch mehr oder weniger machen, je nachdem, ist euch überlassen. Gut, dann tue ich das jetzt in die Mikrowelle und dann werde ich die schön verzieren. So, dann habe ich hier einmal die Zartbitterschokolade. Genau, hier ist es ganz wichtig, in der Mikrowelle immer aufpassen, wirklich nur ein paar Sekunden immer reinmachen, sonst kann die ganz schnell anbrennen. Okay, dann fangen wir an. Dazu nehme ich eine Nussecke, tauche sie einmal ein, auf eine Seite, platziere sie auf das Blech. Und schon sind wir fertig mit unseren leckeren Nussecken. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche und ja, bis dahin viel Spaß euch beim Zubereiten. Tschüss, eure Kiki.